Deswegen, manchmal ist ja auch wichtig, dass man hier das Hohe Haus nochmal mit der Wirklichkeit konfrontiert. Nochmals die Zahlen aus 22. Die gezahlte Rente bei Männern lag da bei 1444 Euro, bei Frauen waren es 964 Euro und über die Hälfte der deutschen Rentnerinnen und Rentner haben einen Rentenzahlbetrag von unter 1100 Euro. Das ist die Wirklichkeit, vor der wir stehen. Wer dieses System mit millionenfacher Altersarmut nur stabilisieren will, bedeutet für die Menschen da draußen, diese Bundesregierung will auch in Zukunft, dass Altersarmut das Erscheinungsbild der deutschen Gesellschaft ist. Wir als Bündnis Sahra Wagenknecht wollen das nicht. Und dann wird immer gesagt, andere Systeme wären nicht miteinander zu vergleichen. Noch einmal für alle hier. Österreich ist wirtschaftlich nicht so stark wie die deutsche Wirtschaft. Aber in Österreich bekommt jeder Rentnerin und Rentner 800 Euro im Schnitt mehr im Monat wie wir in Deutschland. Wer das nicht will, soll nicht sagen, es geht nicht. Wer das nicht will, sagt nur, wir wollen es nicht. Dieser Bundestag und die Bundesregierung wollen nicht, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland genauso gestellt werden wie unserem Nachbarland in Österreich. Ich bin mir sicher, hätten wir eine Volksbefragung in Deutschland, würde die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen so ein Rentensystem. Und wir als Bündnis Sahra Wagenknecht werden uns im Hinblick auf die Bundestagswahl genauso aufstellen. Und ganz nebenbei, bevor es vergessen wird, noch hätte die Bundesregierung die Chance, es bis Ende des Jahres noch zu korrigieren. Die Inflationsausgleichsprämie, wo der Bundeskanzler, jeder Minister sich 3.000 Euro eingesteckt haben die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland nicht bekommen. Das ist ein politischer Skandal. Sie könnten es noch beheben, wenn Sie das bis Ende des Jahres auszahlen. Ich bin der Auffassung, die Rentnerinnen und Rentner sind genauso von der Inflation betroffen oder noch mehr von der Inflation betroffen gewesen. Denen gehören auch diese 3.000 Euro. Und ein allerletztes, ein schlechter Arbeitsmarkt kann nicht zu guten Renten führen. Deshalb braucht es bessere Löhne in diesem Land, es braucht höhere Mindestlöhne, es braucht mehr Tarifbindung und der wirtschaftspolitische Crashkurs dieser Bundesregierung gegen die deutsche Wirtschaft muss auch beendet werden, weil dort gehen sehr viele gut bezahlte Arbeitsplätze derzeit vor die Hunde. Vielen Dank.